Wie erstellen Sie eine Gliederung für Ihre Bachelorarbeit? Hier nehme ich Bezug auf die Informatik, aber das ist auch weitgehend anwendbar auf Arbeiten aus den Technikwissenschaften, also was auch die Ingenieurwissenschaften mit einschließt. Eine Gliederung erstellen ist ein wichtiges Moment, wo Ihre Arbeit Form annimmt. Sie haben eine Weile gearbeitet, entwickelt, programmiert, gebaut, ausprobiert, getestet, dann Entwürfe gemacht. Und irgendwann muss die Bachelorarbeit die Textform gewinnen, geschrieben werden und dann so abgegeben werden. Letztlich wird Ihr Schriftwerk begutachtet. In der Realität wird auch Ihre sonstige Arbeitsleistung mit eingerechnet. Aber das entscheidende Werk Ihrer Abschlussarbeit ist die Bachelor-Thesis, also das geschriebene Werk. Wie mache ich da eine Gliederung? Ich stelle Ihnen vor, ein Schritt-für-Schritt-Verfahren, wie Sie eine Gliederung erstellen. Und warum habe ich dieses Bild hier gewählt? Es gibt einen guten Grund dafür. Sie sollen eine Geschichte erzählen, eine Story. Letztlich ist Ihre Arbeit, ist sie wissenschaftlich, mehr auf Erkenntnis ausgelegt oder mehr auf eine Entwicklungsarbeit ausgelegt, vollkommen egal. Ihre Arbeit soll eine gute Geschichte erzählen und bleibt dennoch Wissenschaft. Also das widerspricht sich überhaupt nicht. Wissenschaft hat durchaus was damit zu tun, dass man das kommunizieren muss in einer Art und Weise, die nachvollziehbar ist, die auch einem Leser, einer Leserin Spaß macht, da einzutauchen in ihre Welt. Kommen wir weiter. Die Gliederung einer Arbeit zu erstellen, wie ich gerade eben sagte, vorausgesetzt ist, dass Sie schon vorher inhaltlich und entwicklungsmäßig mit Ihrer Arbeit vorangekommen sind. Sie können nicht gleich zu Anfang mit einer Gliederung kommen, das ist völlig unangemessen. Also erst muss was geschafft werden. Ärmel hochgekrempelt, gearbeitet und dann können Sie zu dem Punkt kommen, wo Sie die Gliederung erstellen. In Erfahrung sagt, dass das üblicherweise in der Halbzeit so passiert, beziehungsweise vor dem letzten Drittel, ungefähr der letzten Drittel der Thesis, das heißt bei den üblichen 3 Monaten, manchmal werden es auch 4 Monate. Im letzten Drittel, also einen Monat bevor Sie eigentlich abgeben sollen, sollte die Gliederung stehen und mit Ihrer Betreuung, dem Betreuer oder Ihrer Betreuerin, abgesprochen sein. Hier stelle ich Ihnen mal vor, wie ich das mit meinen Studierenden so mache. Das eine ist, wie viele Kapitel? Maximal 9 und minimal 5. Die minimal 5 haben einen bestimmten Grund. Ihr erstes Kapitel wird immer sein, eine Einleitung. Ihr letztes Kapitel ist immer eine Zusammenfassung und ein Fazit. Das heißt, dazwischen sind nur noch 1, 2, 3 mögliche Kapitel. Und das ist schon eine sehr schmale Gliederung. Da haben Sie ja wahrscheinlich auch etwas, wo Sie Ihre Vorgehensweise, Ihre Methode vorstellen. Dann haben Sie etwas gebaut, danach müssen Sie es diskutieren, analysieren. Da haben Sie schon ganz natürlich 3 Kapitel auf die Art und Weise. Wenn Sie über 9 Kapitel hinausgehen, dann ist das für eine Bachelorarbeit, in der Regel auch für eine Masterarbeit, nicht recht zu rechtfertigen. Das ist deutlich zu umfangreich. Da ist es zu überlegen, wie lässt sich das Ganze komprimieren. Also erst in dieser Ecke von Promotionsarbeiten ist es vertretbar, dass man mehr als 9 Kapitel hat. Dort steht auch schön der Merkspruch, zu wenig Struktur ist nachteilig, zu viel eben auch. Wenn Sie Ihre Arbeit gliedern, dann bitte auf maximal 3 Gliederungsebenen. Die oberste Ebene ist Ihre Haupt-, die Kapitelüberschrift. Und darunter darf es jetzt also noch eine Ebene, wenn man mal nehmen, wir hätten ein Kapitel 2 mit einer bestimmten Überschrift dazu. Dann kann es ein Unterkapitel geben, 2.1, und noch ein Unterunterkapitel wie 2.1.1. Wenn Sie weiter tiefer gliedern, dann ist das in der Regel ein Indikator, dass Sie zu feinteilig werden oder dass Sie umstellen sollten. In unserer Disziplin, den Technikwissenschaften und der Informatik, ist es selten, also eigentlich ausgeschlossen für eine Bachelorarbeit sowieso, zu fein zu gliedern, zu fein runterzubrechen. Das macht man in anderen Wissenschaften, wie in den Rechtswissenschaften zum Beispiel, wenn man Fälle durchdiskutiert. Da muss man die kleinen Verstrebungen sich anschauen und da soll das durch die Kapitelstruktur angezeigt werden. Das brauchen Sie bei uns in der Informatik nicht.
Eine Gliederungsebene darf niemals alleine stehen. Das ist ein handwerklicher Fehler, wenn Sie so etwas tun. Wenn Sie also eine Gliederungsebene, die dritte 2.1.1 haben, dann heißt es logischerweise auch, dass einmal in dieser dritten Ebene noch eine zweiter Abschnitt kommen muss, nämlich 2.1.2. Nämlich wozu hätten Sie sonst ein 2.1.1 gemacht, wenn es nicht ein 2.1.2, 2.1.3 gibt und so weiter. Und ebenso ist es so, wenn Sie ein 2.1.1 haben, muss es auch ein 2, weil es ein 2.1 gibt, auch ein 2.2 geben. Also jede Ebene ist eine eigenständige, vollständige Überschrift. Handwerklich das bitte sauber machen. Sie müssen daran denken, dass Ihre Gutachter, Gutachterinnen, das heißt Ihr Betreuer, Ihre Betreuerin, dann der Co-Referent oder die Co-Referentin diese Arbeit lesen und sehr geübt sind, haben schon viele Arbeiten begleitet, schreiben wissenschaftliche Publikationen. Die sind sehr geübt darin, dass die Arbeiten auch handwerklich stimmen. Das springt einem sofort ins Auge. Also bei mir ist das so, das ist sofort so ein Merkmal, wo man merkt, das stimmt was nicht, das ist auch nicht nötig, dass man das nicht sauber macht. Und für jede Ebene soll es eine sprechende Überschrift geben. Das Inhaltsverzeichnis soll Ihnen eine Geschichte erzählen. Das werde ich Ihnen gleich noch demonstrieren, wie das aussieht. Ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht, die Ihnen hoffentlich sehr überzeugend darstellen, wie sehr es Spaß machen kann, so eine Gliederung, so ein Inhaltsverzeichnis, was dann am Schluss ja eine Gliederung resultiert in einem Inhaltsverzeichnis, wie das Spaß machen kann, so ein Inhaltsverzeichnis zu lesen, wo man die ganze Arbeit erahnt, auch ihren Aufbau, ihre Struktur erahnt. Das ist eine ganz feine Sache. Davon abgesehen, diesen Teil unbedingt mit Ihrer Betreuung absprechen und abklären. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind auf etwas generischere Überschriften aus. Und manche mögen diesen Stil der sprechenden Überschrift überhaupt nicht, dieser erzählerisch sprechenden Überschrift überhaupt nicht. Die möchten eine technokratischere Arbeit sehen in der Gliederung. Das müssen Sie herausfinden, aber ich möchte Ihnen mal vorstellen, weil man das selten auch in den Ratgebern zum wissenschaftlichen Arbeiten sieht, wie solche sprechenden Überschriften aussehen können. Geben Sie für alle untersten Ebenen, das ist dann der nächste Schritt, also wenn Sie diese Gliederung so erstellt haben mit all Ihren Titeln für die Kapitel, Unterkapitel und Unterunterkapitel, dann bitte an die Seitenschätzung rangehen. Sie haben Material gesammelt, Sie haben jetzt länger, mehrere Wochen daran gearbeitet, Sie haben eine Vorstellung, wie viel Platz werden Sie brauchen, um einen bestimmten Abschnitt, den Sie in der Gliederung haben, zu erklären. Und was Sie dazu zu sagen alles haben. Das ist nicht so ganz leicht, aber wenn Sie sich einen Rahmen geben, dass Sie minimal so und so viel und maximal so und so viele Seiten auf eine halbe Seite genau das angeben, ist das schon wieder besser machbar. Und dann werden Sie sich auch später genau in diesem Bereich bewegen. Also sagen wir zum Beispiel für irgendein Kapitel, sagen Sie 3,5 bis 5 Seiten als Beispiel. Das machen Sie auf der jeweils untersten Ebene. Also wenn Ihr Kapitel, wie oben gesehen, ein 2.1.1 hat, dann könnte sein, dass Sie daneben schreiben 3,5 bis 5 Seiten. Und dann addieren Sie das auf die jeweils obere Ebene. Sie rechnen auf der dritten Ebene die Minimal- und die Maximalanzahl zusammen, um auf die zweite Ebene zu gehen. Dort auch wieder auf der zweiten Ebene Minimal, Maximal zusammenzählen, dann auf die erste Ebene gehen. Und das setzt sich sofort, bitte die Summen dann immer hinschreiben, das setzt sich sofort, bis Sie dann auch das Endergebnis haben für Ihre Thesis, sozusagen die Ebene 0. Meine Bachelorarbeit hat minimal 49 Seiten und maximal 58,5, so als Beispiel mal angenommen. Wozu ist das gut? Das eine ist, Sie sehen einmal, dass das Endprodukt, also Ihre Arbeit, die dann irgendwann mal fertig als Text vorliegt, eine gewisse Form bekommen hat. Das Ganze nimmt Gestalt an, weil Sie mit den Überschriften ja sagen, was das Ganze soll und was dahin kommt.
Und wenn Sie dann an den Seitenzahlen sehen können, ob das Ganze, das werden Sie auch mit der Betreuung, viele Betreuer machen das auch so und Betreuerinnen, die sehen dann, dass Sie zum Beispiel 5 Kapitel, Einleitung und am Schluss Zusammenfassung, die anderen 3 Kapitel, da haben Sie ein Kapitel, das hat 20, 25 Seiten, das nächste hat 5 Seiten und das übernächste auch wieder nur 5 Seiten. Da ist eine Unwucht drin. Da kann irgendwas nicht stimmen. Dann ist die Frage, kann man zum Beispiel aus dem Kapitel 2 was ausgliedern, dann haben wir eben im Mittenbereich 4 Kapitel statt 3, aber es gibt einen schöneren Aufbau, der ist ausgewogener. Und dann wird eine Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes rund mit einer solchen Gliederung, wenn Sie diese Einschätzung über die Seitenanzahlen haben. Also das ist ein gutes Indiz, wenn die Seitenanzahlen einigermaßen ausgewogen sind, dass die Gliederung auch so stimmt. Die Sprechenden statt die generischen Titel skizzieren den Inhalt und lassen überprüfen, ob das Gesamtgefüge als Story auch passt. Also auch das ist wichtig, wenn ich als Leserin, als Leser mir dieses Inhaltsverzeichnis, diese Gliederung anschaue, sehe ich da einen roten Faden? Ist das Thema gut abgebildet? Was ich jetzt hier an dieser Stelle nicht bespreche, ist, was soll genau in diesen Kapiteln kommen? Das hängt sehr stark ab von Ihrer Art von Arbeit, die Sie machen. Darüber kann ich auch nochmal eine Episode machen. Dann gibt es verschiedene Arten, eine Arbeit zu gliedern, wenn man das mal von der generischen Ebene her ansieht. Aber unabhängig davon möchte ich Sie dann überzeugen, wie auch immer Sie dieses Vorgehen gewählt haben, dass Sie in die sprechenden Überschriften übergehen. Darum also dieses Bild, was ich zu Anfang gewählt habe. Sie sehen hier in dieser Arbeit, soll mal so dargestellt werden, Sie sehen da schon auf der linken Seite einen Piraten mit einer Schatzkiste und einer Palme dort, auf der rechten Seite ein Boot, was da vielleicht anlanden wird und da gibt es eine Verteidigung. Ich weiß nicht, was diese Geschichte erzählen soll, aber sie regt an, etwas über ihre Bachelorarbeit zu denken. Und es macht Lust, zum Beispiel auch in diese Geschichte jetzt einzutauchen. Wie geht das jetzt genau weiter mit dem Piraten oder diesem, ist das überhaupt ein Pirat oder hier ein Totenschädel, der Tod, der dort steht und das Schiff, was anlanden will auf die Insel. Ein Beispiel. Das sind jetzt 3 Beispiele, die ich Ihnen mitgebracht habe. Das sind reale Bachelorarbeiten, 2 Masterarbeiten, 1 Bachelorarbeit, die ich auch selber betreut habe, wo Sie das mal sehen können. Ich werde jetzt nicht alles da im Detail durchgehen, nur damit Sie ein Gefühl bekommen. Sie können, wenn Sie wollen, das Video auch anhalten und in Ruhe sich diese Gliederung auch nochmal anschauen, durchlesen. Hier haben wir eine Arbeit. Thema ist vollkommen egal. Auch die Person, die das geschrieben hat, völlig wurscht gerade. Die Note egal. Gucken Sie mal die Einleitung. Die beginnt mit Kapitel 1. Dann gibt es ein 1.1, 1.2, 1.3. 1.1 lautet die Heizung als Teil des Internet der Dinge. Interessant. Allein diese Überschrift, das wird unser Kontext sein. Ne? Unser Care Why, was ist denn da eigentlich los? 1.2 ist dann der Schritt in die Cloud, also die Heizung als Teil des Internet der Dinge. Und dann gibt es offenbar eine Bewegung, dass die Heizung auch in die Cloud geht. Natürlich nicht der Heizkörper selber, sondern die Steuerung. Und 1.3, Entkopplung der Heizungskommunikation von der Cloud-Infrastruktur. Da geht es offenbar um die Problemstellung. 1.2 ist die Aufgabe, es soll ein Schritt in die Cloud gewagt werden. 1.3 ist die Problemstellung, die Zielsetzung. Was hier fehlt, nicht in der Gliederung zu sehen ist, dass am Ende der Einleitung immer eine Übersicht gegeben wird über die Kapitel, die da kommen. Das wird aber selten in einem eigenen Gliederungspunkt versehen. Kapitel 2. IoT steht für Internet of Things, Konnektivität bei Bosch Thermotechnik. Die Arbeit ist also offenbar bei Bosch entstanden, und zwar Bosch Lolla. Aber darum geht es hier nicht. Lesen Sie mal 2.1. Die IT-Landschaft hinter TIC, Bosch Thermotechnik, die kommunizierenden Akteure der TIC, historische Bewandtnis für XMPP-Kommunikation der heutigen TIC. Auch da sehen Sie, dass offenbar in die ganze Problemwelt eingeführt wird. Und bei 3 bekommen wir jetzt State of the Art, existierende Ansätze und Softwarelösungen,
die Rolle von Middleware für das Internet der Dinge, Abgrenzung der TOM von existierender Middleware, Vorteile zentraler Vermittlung von Kapitel 4 ist Konzeption der TOM für HAVAC-Geräte in der BIC. Sie merken, es werden zunehmend Fachbegriffe verwendet oder Abkürzungen und Terminologie. Wenn man nicht in diesem Bereich sich aufhält, wird das schnell Fachchinesisch und ist nicht mehr so ganz so lustig, sich das Ganze anzuhören. Aber Sie erahnen, wie diese Überschriften mir anfangen, als jemand, der das betreut oder einigermaßen vertraut ist mit dem Thema, eine Geschichte zu erzählen, die ganz sauber aufgesetzt ist, also eine ganz klare Storyline hat. Also, dass wir eine Einleitung haben, Problemhintergrund, existierende Ansätze, die Konzeption. Dann kommt in 5 die technische Realisierung der Module. Dann können Sie da drunter lesen, Terminierung von Nachrichten, proprietäre Verarbeitung der Kommunikation und so weiter. Dann geht es in die Ergebnisvalidierung, ganz wichtiger Punkt. Also es gab eine konzeptionelle Umsetzung, die wird jetzt validiert. Da gibt es da Vergleich, Funktionsfähigkeit und so weiter. Und am Schluss kommt die Zusammenfassung und der Ausblick der ganzen Arbeit. Das finde ich schon ein sehr, sehr schönes Beispiel. Springen wir mal zum nächsten. Eine andere Arbeit, hier eine Bachelorarbeit. Das, was ich hier auch bei dem Beispiel da oben rausgeschnitten habe, sowas wie eidesstattliche Erklärung, gehört in jede Bachelorarbeit übrigens rein, nicht vergessen. Inhaltsverzeichnis, ja. Dann geht es hier los mit der Einleitung Kapitel 1. Ethiscan Identifikationssysteme GmbH, wir erfassen, was Sie brauchen. Offenbar wieder der Kontext, in dem wir uns aufhalten. 1.2 Applikationen mit dem .NET Compact Framework 3.5, veraltet aber bewährt. Was ein geiler Titel ist das eigentlich? Ich kriege sofort mit, hier geht es um eine Technologie. .NET ist eine Entwicklungsumgebung, Framework für Windows-Rechner. Das hier schon im Titel als veraltet bezeichnet wird, aber gleichzeitig bekommt es ein Qualitätsmerkmal, es ist bewährt. Und warum soll ich das Bewährte offenbar aufgeben? Dann in 1.3, also da hatten wir jetzt gerade das Problem, jetzt kommt 1.3, die Aufgabenstellung, der langsame Upgrade-Prozess bei Windows Handheld Mobilcomputer Betriebssystem. Es ist also so, dass wir sind jetzt bei gerade Ethiscan, das ist eine Firma, die scannt alles Mögliche ab, verkürzen wir das mal gerade, worum es da geht. Also Sie kennen die Scanner wie auch an der Kasse. Und es gibt für Lagerverwaltung zum Beispiel dann solche Handgeräte, mit denen ich Codes abscannen kann. Und hier geht es darum, wie wir lesen können, dass der Upgrade-Prozess bei solchen Windows-Geräten zu langsam ist. So, Kapitel 2, neue Plattformen in der Welt der mobilen Datenerfassung. Wir machen also auf einmal einen Wechsel von diesem .NET zu Android und iOS. iOS sind die Anfragen der heutigen Zeit. Da geht es also, dass die Kunden irgendwie das nutzen wollen. Modernes und zeitgemäßes Aussehen von Applikationen, plattformspezifisches Look and Feel. Ahnen Sie, worum es da gehen soll? Dann sehen Sie Kapitel 3, welche Technologie passt zu Ethiscan. Auch wieder würde ich sagen, eine wunderbare Erzählung. Wir haben mitgekriegt, veraltet, aber bewährt. Es gibt aber neue Technologien und Plattformen. Und jetzt kommt die Analyse, was passt zu dieser Firma? Was ist in ihr Geschäftsmodell integrierbar? Ne? Was passt technologisch in diese Firma rein? Und Kapitel 4 ist dann die Konzeption der Arbeit, die neue plattformunabhängige Entwicklung von Kundenapplikationen. Da ist auch jetzt wieder einiges, das ist wunderbar, auch in dieser Kürze zu lesen, die Zündung und der Funke, das versteht man nur, wenn man die Arbeit betreut hat. Das ist eine Metapher, die verwendet wurde von dem Studierenden. Dann diese HTML-Technologien, das Zusammenspiel der Frameworks und Technologien, die Kommunikation mit den Hardware-Komponenten, das Grundgerüst, kleine Helferlein, die die Entwicklung unterstützen. Wie kommt der Funke zur Zündung? Also da ist die ganze Konzeption dargelegt. Und in 4.7 spitzt sich das zu der Erzählung, ja, wie kriege ich diese konzeptionierten Motor, wie kriege ich den angesprungen, dass er dann läuft und in Gang kommt. Und Kapitel 5 ist dann die ganze Validierung dieses Konzeptes, der erste Funke. Dann gibt es dazu eine Umsetzung und hier wird dann gezeigt, das Ganze funktioniert auch so wie gedacht.
Und dann ist Kapitel 6, Zusammenfassung und Ausblick. Da gibt es noch ein paar Proforma-Sachen, was man hier nicht sieht. Da gibt es noch einen Anhang, der ist auch noch wichtig für die Arbeit. Eine Bachelorarbeit, das war übrigens eine sehr, sehr schöne Arbeit, die hat, wie Sie sehen, 35, 36 Seiten insgesamt. Das ist für eine Bachelorarbeit relativ schlank, aber das kann genügen. Hier in dem Fall, weil Sie auch den Anhang dazu nicht sehen, der ist noch gar nicht so knapp. In dem Fall, solche Arbeiten gibt es auch. Da hat der Student eine Konzeption gemacht und umgesetzt. Die ist total eindrucksvoll, wie er in dieser kurzen Zeit so eine Applikation aus dem Boden gestampft hat, auch eine eigene Architektur, wo sie dann als Betreuung auch einen Kompromiss machen, dass sie sagen, na, da ist so viel Arbeit und Mühe reingeflossen, den Schriftteil, den halten wir kompakt und kurz. Da muss aber das Wesentliche alles drin sein und das leistet diese Arbeit auch tatsächlich. Wie die ganze Konzeption. Sie wissen, wissenschaftlich arbeiten, müssen nachvollziehbar sein, reproduzierbar. Das ist mit dieser Arbeit tatsächlich möglich, zusammen auch mit dem Anhang, der noch einiges dann erklärt. Also Anhänge sind dafür da, die verweisen für Details, sind aber nicht im Kernteil die eigentliche, na, wie soll ich das mal so, der eigene Thread, der eigene Lesefaden soll für sich erklärend stehen und der Anhang ist dann noch eine Ergänzung, damit man die Details auch nachvollziehen kann. Ein drittes Beispiel. Hier fängt eine Arbeit, ich habe sie etwas gekürzt, das ist eine Masterarbeit, mit diesem generischen Einführung, Hintergrund, Zielsetzung, Vorgehensweise. Sie haben eben gesehen, dass die anderen Gliederungen das auch leisten, aber nicht diese generischen Überschriften dafür benutzt haben. Man könnte als Kompromiss, also wenn Sie Betreuende haben, die mehr auf diese generischen Überschriften aus sind, dann könnten Sie so etwas machen wie Hintergrund, Doppelpunkt und dann kommt Ihr sprechender Titel dahinter. Dann haben Sie einen Kompromiss aus beiden Welten. Sie sehen ja auch hier in Kapitel 3 heißt es Entwurf ohne einen sprechenden Anteil und dann kommt in der Untergliederung kommen die sprechenden Überschriften. Also hier erfahren wir aus dem Kapitel 1 leider gar nichts, zumindest inhaltliches nicht. Das Storytelling ist da ausgesetzt. Hier haben die Überschriften nur die hinweisgebende Funktion. Da findest du folgenden Anteil in der Arbeit. Da aber solche Aufbauten relativ schematisch sind und für alle Arbeiten gelten, würde sowieso jeder erstmal mit dieser Einführung starten und dann erwarten, dass es dann Hintergrund gibt, eine Zielsetzung, Vorgehensweise und so weiter und die Übersicht der Arbeit, also was hier Struktur der Arbeit heißt. Kapitel 2, Vision zur Erstellung eines 3D-Modells mit einem mobilen Endgerät. Wenn Sie diese wieder lesen, da ist die Vision dargestellt. Sie nehmen also ein mobiles Endgerät und scannen 3D Ihre Welt. Die Arbeit ist also auch jetzt schon wieder ein paar, na, ich glaube 4 Jahre oder sowas oder 5 sogar zurück. 2.1 Anforderungen an die Erstellung des 3D-Modells. 2.2 Use Cases, also Anwendungsfälle, Erstellen und Speichern des 3D-Modells und Navigation. 2.3 Arbeiten mit verwandten Themen, Related Work, also hier wird Literatur aufgearbeitet. Und dann geht es über zu dem Entwurf. Der Entwurf, also wieder so Konstruktion. Wie geht das? 3.1, Erfassen von Tiefeninformationen anhand von 2 leicht versetzten Bildern. Sie bekommen auch wieder hier die Grundidee erzählt. Wenn ich 2 Bilder leicht versetzt habe, wie komme ich da zur Tiefeninformation? Dann wird das auf der Ebene 3, Gliederungsebene 3, da sehen Sie, wie das dann aufgeschlüsselt wird. Dann gibt es 3.2, OpenGL, das ist eine Bibliothek für das Ansprechen des Grafikprozessors, eine 3D-Engine zur Darstellung des Modells, 3.3 Nutzung eines neuronalen Netzes zur Optimierung der Tiefeninformation und dann 3.4 die Programmstruktur der App. Wie gesagt, das ist gekürzt, die Arbeit geht auch noch weiter. Aber ich hoffe, jetzt haben Sie eine klare und gute Idee bekommen, was ich damit meine, wie eine Gliederung aussieht, wie sehr Sie gewinnen können mit diesen sprechend erzählenden Überschriften, weil es geht immer darum, what's your story? Welche Geschichte erzählen Sie mit dieser Arbeit und eine gute Gliederung?
eine gute Arbeit erzählt mir eine wissenschaftsorientierte, aber eine Geschichte.